Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier von Sniper Elite 5 im Multiplayer-Modus. Wir sind hier am Trident Brückenkopf, eine Karte, die wir mittlerweile doch schon in- und auswendig kennen sollten. 2 Minuten sind vom Spiel schon vergangen, nicht wirklich viel, deswegen habe ich mir gedacht, wir starten hier einfach mal rein, direkt in die Aufnahme, ein neuer Livestream hier gerade. Ein paar Leute sind schon im Chat, das freut mich natürlich besonders. Ja, dann gucken wir mal, wie es heute so läuft. Ich habe ein bisschen Bammel, weil ich mich jetzt gerade überhaupt noch nicht eingespielt habe. Das ist die erste Runde, der Livestream ist gerade mal 7 Minuten lang. Gucken wir mal. Ich bin gespannt. Der Server ist rappelvoll. Der Server ist ganz voll. Das heißt, da sollten definitiv ein paar rumlaufen und da unten ist auch schon der erste. Aber da sind sicherlich auch welche am Schiff. Die Map spiele ich auch meistens, schreibt Markus gerade hier in den Chat. Definitiv eine der kleinsten Maps. Es gibt ja nicht so viele, ich glaube 18 insgesamt. Definitiv eine der kleinsten Maps, die es hier gibt. Oh, und ich sehe gerade, die anderen Waffen sind gesperrt. Wir haben nur unsere Sniper, alles klar. Aber definitiv auch eine der Maps, wo man am meisten Kills sammeln kann. Denn wenn ihr hier schon manche Runden zugeschaut habt, ich glaube, bei manchen waren wir sogar bei über 100 Kills. Pro Team natürlich, nicht kombiniert, pro Team. Beim Trident Brückenkopf. Also das ist definitiv eine Karte, wo man am schnellsten Kills sammeln kann. Das 100 pro. Ah, der Regulator. Ein alter Bekannter, den kenne ich auch schon. Der ist auch nicht zum ersten Mal hier im Spiel. Sehr gut, sehr gut. Die Sache wird natürlich ein bisschen schwieriger. Ah, und da holt uns noch den Kill. Das gibt's ja nicht. Jetzt haben wir nur einen Assist bekommen. Das macht's natürlich ein bisschen schwieriger, wenn wir hier nur unser Snipergewehr auspacken können und weder eine Pistole noch unser Sturmgewehr haben. Denn die Pepesh ist ja Gold wert hier. Aber gut, wir werden es schon hinbekommen, irgendwie. Tja, weg ist er. Wundert mich, dass uns da noch niemand weggesnappert hat vom Boot. Ist da keiner? Kann ich mir irgendwie überhaupt nicht vorstellen, dass da niemand ist. Da ist immer wer. Am Boot ist immer wer. Nur sehe ich gerade keinen. Ich sehe gerade generell überhaupt niemanden da unten. Was ist denn da los? Ist vielleicht am anderen Boot irgendjemand? Oder hier? Wir sind doch übrigens gerade mit unserer Sniper unterwegs hier, also mit dem Scope. Das heißt, unser Scope sollte theoretisch glänzen. Und das wiederum heißt, die Leute sollten uns nur noch schneller sehen. Aber irgendwie... Ah, schade, das wäre perfekt gewesen. Das wäre ein perfekter Kill gewesen. Komm, Regulator. Wir haben schon ein paar Mal mit dem gespielt. Auch ein guter Spieler, kann ich mich erinnern. Warte mal, hab ich da oben gerade jemanden gesehen? Hab ich da oben gerade jemanden gesehen oder war das nur ein Grafikbug? Ich weiß es gar nicht. Schießen da. Weißt du, was ich jetzt da machen werde? Ich werde mich jetzt da mal hinlegen und wir werden einfach mal ein bisschen mit unserem Fernglas durch die Gegend gucken, weil irgendwo müssen die Leute ja sein. Der Server ist rappelvoll. Irgendwo müssen die Leute ja sein. Und dass die mich noch nicht gesehen haben, wundert mich ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Wir haben mittlerweile einen Assist und 0 Kills. Das ist schade. Aber wir haben ja auch noch 14 Minuten zu spielen. Wo sind die denn? Das gibt's ja gar nicht. Ja, da hinten. Mhm. Wo sieht er denn wen? Ich sehe hier keinen. Und nachdem mittlerweile schon unsere Leute da oben am Schiff sind, habe ich auch irgendwie das Gefühl, dass dort vielleicht nicht mehr... Naja, gut, der ist tot. Dass dort vielleicht nicht mehr so viele Feinde sein werden.
Da ist natürlich ein bisschen ein anderes Spielerlebnis, das ist ganz klar. Wenn wir hier nur mit der Sniper agieren können und kein Sturmgewehr haben, keine Pistole haben, wir haben uns immer viele Kills mit dem Sturmgewehr geholt, mit der Pepesch, weil das einfach eine absolut geile Waffe ist. Vor allem so, wie ich sie einsetze, im Dauerfeuer. Aber wo der da die Leute sieht, ist mir ein Rätsel. Ich werde mal die Position wechseln. Wir sind seit Anfang an hier. Vielleicht sieht man ja von hier drüben ein bisschen mehr. Keine Ahnung. Aber er steht gerade 17 zu 6. Das heißt, wir machen die definitiv fertig gerade. Wir machen die auf jeden Fall fertig gerade. Ah, da ist was los. Auch wenn es wahrscheinlich schwierig ist, die dort rauszulocken, weil wir eben nur warten müssen, bis die im Fenster stehen. Am Schiff ist es ruhig, vorm Schiff ist es ruhig. Unglaublich. Aber wo sind... Tja, so viel dazu. Wo sind die alle? Da sind 8 Spieler auf der anderen Seite. Das gibt's ja gar nicht. Hm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich will gar nicht zu weit an die Front gehen. Denn wenn wir zu weit da vorne stehen, haben wir vielleicht das Gefühl, oder vielleicht nicht unbedingt das Gefühl, aber vielleicht die Situation, dass wir da nicht mehr so gut schießen können mit unserer Sniper. Alter, der John, was hat der für eine Waffe? Da hat gerade eben schon einer im Chat geschrieben, das macht keinen Spaß mehr. Ich weiß nicht, was der da für eine übertriebene Waffe hat, aber der ballert mit der rum wie mit einem Sturmgewehr. Was ist denn das für ein Teil, was der da unten hat? Eieiei, 9 zu 6. Definitiv der, der am meisten hier drauf hat in unserem Team. Aber mit der Waffe kein Wunder. Mit der Waffe kein Wunder. Der ballert die dort alle weg. Krass. Aha. Na, endlich läuft hier mal einer rum. Jetzt muss er sich nur noch zeigen, Freunde. Da hinten. Ja, ja, ich weiß schon. Da ist er. Ah, wieder kurz bevor wir ihn gespottet hätten. Scheiße, scheiße, da ist er wieder. Keine Ahnung, wo er hinläuft. Vielleicht weiß er das selber noch nicht so genau. Adlerauge ist hier. Anit ist hier. Eieieiei, ich glaube, das war der Adlerauge. Nee, das war Destructo Bunny 43. Okay, wer sitzt hier neben uns? Irgendein Schiffskommandant, so wie es aussieht. Der belebt uns aber wieder. Sehr gut, danke dafür. Direkt mal einen Verband draufhauen. Und mal kratzen. Sturmgewehr und auf geht's, schreibt Kratos in den Chat. Ja, aber wir haben hier leider kein Sturmgewehr. Der Einzige, der so eine Art Sturmgewehr hat, ist der Freund da vorne, der John nämlich. Der geht da ordentlich ab. So, und jetzt holen wir uns endlich mal einen Kill, Freunde. Jetzt geht's aber los hier. Endlich mal! Alter Falter, wir sind absolut schlecht. Bitte hilf mir, Slotty. Bitte, bitte, bitte. Na komm schon, was macht denn der jetzt? So blöd liege ich ja auch nicht hier. Wenn der daher kriecht... den interessiert das überhaupt nicht. Ja, das ist er selber weg. Okay, tschüss. Ja, da drüben, da drüben, da drüben, schreibt der Slotty. Mhm. Da drüben wartet nur der Tod auf dich. So. Adlerauge. Ich hab dich im Blick. Adlerauge. Ah, scheiße. Er hat aber auch noch auf uns gezielt. Das war wohl nicht er, sondern jemand anderes. Aber irgendjemand hat auf uns gezielt. Aber der Adlerauge ist, glaube ich, gerade selbst eliminiert worden. Genau. Aber wo sitzen denn die alle, die da oben die ganze Zeit auf uns schießen? Das gibt's ja gar nicht. Steht's gerade. Oh, oh. Toll. Das war eine Reinecke. Ich hätte ihn gerne wiederbelebt. Geht nur nicht mehr.
Aronolek, vermutlich geht genauso wenig. Ja, da sitzt noch ein zweiter da oben. Und noch ein dritter. Na, guck mal einer an. Jetzt geht's aber los hier. Drei Kameraden im kaputten Haus da oben. Aua. Oh Gott, mein Freund Slotty ist wieder hier. Na gut, den interessiert es überhaupt nicht, wenn ich hier krepiere. Eieieiei, na gut, na gut, na gut. Oh, oh, Achtung, Achtung, Achtung. Operation T-1000. Achtung, Achtung, Achtung. Was macht denn der da drüben? Wie kommt denn der dorthin? Was macht der dort und wie kommt der dorthin? Na komm, steh einmal auf und ich blas dir die rüber weg, mein Freund. Steh auf! Komm, trau nicht! Ich hab dich direkt im Blick. Der steht natürlich nicht auf, eh klar. Außer der sieht uns vielleicht und steht dann auf, weil er glaubt, der kann uns erschießen. Wo ist denn der? Ist der überhaupt hier vorne oder ist der irgendwie hinten bei der Treppe noch? Müssen wir mal gucken, ob wir uns den vielleicht irgendwie holen können. Auf geht's, Mucki, schreibt hier Kratos in den Chat. Ich versuche mein Bestes. Ich versuche mein Bestes gerade. Auch wenn es nicht unbedingt so aussieht. Mit 2 zu 3. Aber ich versuche mein Bestes. Okay, mittlerweile sind wir wieder dort drin. Sehr gut, sehr gut. Aber die zwei sind mir ein Dorn im Auge. Gut, mit dem können wir sowieso nichts anfangen. Da oben sitzt einer und da unten sitzt einer. Aber die zwei sind mir ein Dorn im Auge. Die stehen auch nicht auf. Die bleiben dort bis zum bitteren Ende. Bis zum bitteren Ende. Da bewegt sich keiner von denen. Ah, der Rono ist weg. Sehr gut. Da bleibt nur noch der Ron jetzt übrig. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, und dann können wir uns vielleicht mal wieder ein bisschen um das Schiff da hinten kümmern, um zu gucken, ob da vielleicht wieder irgendjemand... Huch, okay, das da vorne ist nix. Irgendjemand für Blödsinn sorgt, wie hier... Mhm. Zeigen müsste sich noch. Der hat übrigens gut aufgeholt, die anderen hier. 32 zu 23 steht's derzeit. Gut gemacht, gut gemacht. Da. Scheiße. Markiert haben wir ihn, aber leider nicht getroffen. Scheiße. Das wäre perfekt gewesen. Wenn der Schuss sitzt, das wäre perfekt gewesen. Aber der wird sich wohl so schnell nicht mehr zeigen, würde ich jetzt mal behaupten. Würde ich zumindest tun. Mich nicht mehr zeigen. Ah, wir brauchen noch ein paar Kills, Freunde. Wir brauchen noch ein paar Kills. Wien ist anders, ja, du sagst es. Da zielt man gut und trifft nichts. Der Ron ist immer noch hier, das gibt's ja gar nicht. Was macht denn der denn die ganze Zeit? Ah! Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich habe hier eine Waffe gesehen. Was auch immer das gerade war. Na komm, steh auf, mein Freund. Steh auf, steh auf. Operation. Ich operiere dich mal. Wir amputieren dir mal den Schädel. Ja, toll. Der zeigt sich überhaupt nicht. Vergiss, vergiss, vergiss. Ja, aber der Regulator zeigt sich. Lungentreffer nämlich. Sehr gut, sehr gut. Und der Ron ist, der Operation ist auch getroffen worden. Sehr schön. Es gibt dann wohl doch noch Gerechtigkeit. Sehr gut, sehr gut. So, wie schaut's auf der anderen Seite aus? Niemand hier, so wie es aussieht. Alles klar.
Das da vorne ist zum Glück auch niemand. Das wäre sehr interessant, wenn da jetzt plötzlich jemand sitzt. Na, immerhin. Wir haben 3 Kills. Eieieiei. Ich glaube, da hat er uns auch noch geholt. Nee, der Anit war das wieder. Wieder jemand anderes. Aber wir sind auf dem nächsten Rang. Rang 35 wartet auf uns, liebe Freunde. Wir haben ihn erreicht und brauchen jetzt 18.000 Punkte bis zum nächsten Rang. Bis Colonel Mark 4. Oh Gott, oh Gott. Oder sind wir jetzt Colonel Mark 4? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, wir sind Colonel Mark 4 und brauchen 18.000 Punkte bis zum nächsten Rang. Ach du meine Güte, das kann dauern. Oh. Upsi, das wollte ich gar nicht. Hoppla. Ich habe auf meinen eigenen geschossen. Upsi. Hast du das gesehen gerade? Wieso geht das denn? Ich habe auf meinen eigenen geschossen. Das wollte ich gar nicht. Ich dachte, da liegt noch direkt neben ihm ein anderer. Und den wollte ich mir holen. Nicht ihn. Scheiße. Jetzt haben wir unseren eigenen Teamkameraden erledigt. Na, ich hoffe, da war jetzt niemand gerade unterwegs, um den wiederzubeleben. Upsi. Ich schäme mich, ich schäme mich, ich schäme mich wirklich. Ach du meine Güte, ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Ich meine, vielleicht kann man seinen eigenen Teamkameraden ein zügigeres Ende verleihen, wenn man einfach mal selber drauf schießt, aber das war nicht der Plan. Ich habe gedacht, direkt neben dem liegt noch einer und wollte mir den erstmal holen. Das ist ja ein bisschen in die Hose gegangen, dieses Vorhaben. Hoppla. Das tut mir leid jetzt. Na gut, da unten wird auch wieder fleißig rumgeballert. Es würde mich wirklich interessieren, wo die alle sind. Kannst du mir nicht erzählen, dass die alle da drüben im Haus warten? Ja, Regulator. Und noch jemand. Zeigt er sich, der Regulator? Das ist die Frage. Ah, scheiße. Und weg ist er. Fuck. Der Reinecke holt sich all die Kills und schießt uns auch noch nieder. Na, herzlichen Glückwunsch. Schon wieder dieser Anit. Wo ist denn der? 9 zu 2 hat der. Wo ist denn der mit dieser KD? Das gibt's ja gar nicht. Der ist sowas von gut. Rentner. Oh. Dankeschön, mein Lieber. Dankeschön, das war der, den wir gerade niedergeschossen haben. Es tut mir wahnsinnig leid. Wie viele spielen gegeneinander, fragt Kratos im Chat. Es ist hier ein 8 gegen 8. Insgesamt ist nur Platz für 16 Leute und der Server ist gerade rappelvoll, das heißt 8 gegen 8. Da sitzt der Anit. Na, endlich. 8 gegen 8. Seine Killserie ist beendet, Freunde. Sehr schön. Wir haben uns gerecht. Das war das Wichtigste und ich glaube, da können wir jetzt die letzten 5 Sekunden hier noch abwarten. Anit ist weg. 9 zu 3, das ist uns gelungen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und natürlich ein guter Sieg für unsere Seite mit 46 zu 34. Doch nochmal ein paar Punkte herausgeholt und der Muckemuck im guten Mittelfeld. Immerhin mit 5 zu 4 und 3 Assists. Das muss man sich auch mal geben. 3 Assists. Wow, aber was hat denn der Fiori-Dingsbums da gemacht? Mit 9 Assists. Wo war der denn? Ach du meine Güte. Oh, Brigadegeneral. Das klingt aber auch gut. Rang 36 Brigadegeneral? Ja, so kann man sich schon nennen.